Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 20 von der Klausurvorbereitung an. Gegeben sind die Ebenen E1, 2, 3 und 4. Wir sehen hier Ebene E1 in Koordinatenform und Ebene 2, 3 und 4 in Parameterdarstellung jeweils. Überprüfen Sie in den Teilaufgaben A bis C, wie die aufgeführten Ebenen zueinander verlaufen. Geben Sie jeweils den Abstand der Ebenen oder die Gleichung der Schnittgeraden an. Also immer E1 mit E2, E3 und E4, also immer einmal die Parameterdarstellung mit der Koordinatendarstellung vergleichen. Das ist sehr schön. Wir können nämlich jetzt immer als erstes die einzelnen Komponenten der Parameterdarstellung für x, y und z in die Koordinatenform der Ebene E1 einsetzen. Also Komponenten von E2 in E1 einsetzen. Gut, das heißt 1 plus 8r plus 6s setzen wir jetzt hier für x ein. Dann steht da plus 2 mal y, also plus 2 mal y ist minus 4 plus 4r plus 5s. Und dann plus 4 mal z. Und z ist 4 minus 4r minus 4s. Und das ist gleich 9. Okay, dann einmal ausmultiplizieren. Dann steht da 1 plus 8r plus 6s. Schreiben wir erstmal ab. Dann 2 mal minus 4 ist minus 8. Plus 2 mal 4 ist 8r. Plus 2 mal 5 ist 10s, plus 4 mal 4 ist 16, minus 4 mal 4, 16r, minus 16s, gleich 9. Dann fassen wir alles zusammen, 1 minus 8 plus 16 sind wir bei 9. Dann haben wir hier stehen 8r plus 8r minus 16r, also 0r, 0 mal r. Und 6s plus 10s minus 16s sind auch 0, also plus 0 mal s gleich 9. Also steht da 9 gleich 9. Und das heißt, egal was ich für r und für s hier einsetze, das Ergebnis ist immer 9 gleich 9. Und damit ist für alles, für jedes r und für jedes s diese Ebene und diese Ebene gleich. Und damit sind Ebene E1 und E2 identisch. E1 und E2 identisch. Ja, dann kommen wir auf Aufgabenteil B, Ebene E1 und E3. Ich mache jetzt das gleiche, was ich gerade gemacht habe. X, Y und Z-Zeile hier einsetzen. Ja? Also fangen wir an. 1 plus 2R plus 6S plus 2 mal 4 plus R plus 5S. Plus 4 mal 4 minus r minus 4s gleich 9. Dann steht da 1, oder multiplizieren wir erstmal wieder aus, so wie gerade. 1 plus 2r plus 6s plus 8 plus 2r plus 10s plus 16 minus 4r minus 16s gleich 9. Dann fassen wir zusammen, 1 plus 8 ist 9, plus 16 sind wir bei 25. Dann steht da 2r plus 2r sind 4r, minus 4r, r fällt schon wieder raus, also plus 0 mal r. 6s plus 10s, 16s, minus 16s, auch s fällt raus, also plus 0 mal s, gleich 9. Da steht also 25 gleich 9. Das ist natürlich nie erfüllt, ne? 25 ist nie 9, das heißt, egal was ich für r und für s einsetze, da kommt immer 25 gleich 9 raus. Da das nicht korrekt ist, wissen wir, es gibt keinen gemeinsamen Punkt. Und wenn zwei Ebenen keinen gemeinsamen Punkt besitzen, dann müssen sie parallel laufen. Also E1 und E3 verlaufen parallel. Und jetzt kann ich den Abstand von zwei parallelen Geraden bestimmen, indem ich zunächst eine HNF aufstelle. Wir nehmen natürlich die HNF von E1, weil da kennen wir schon die Koordinatenform. Wir müssen das hier also nur noch in die HNF bringen. Wir nehmen erstmal den Normalvektor, das ist 1, 2, 4. Normalvektor von E1
1, 2, 4 und dann rechnen wir den Betrag davon. Das sind 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 4 Quadrat. Also haben wir 16, 20 Wurzel 21. Gut, die HNF ist also 1 durch Wurzel 21 mal die Koordinatenform. Schreiben wir also einfach hier ab und bringen die 9 noch auf die andere Seite. Also x plus 2y plus 4z minus 9 gleich 0. Gut, und jetzt bestimme ich den Abstand von der Ebene E3 zur Ebene E1. Betrag von 1 durch Wurzel 21 mal für x, y, z setze ich jetzt irgendeinen Punkt ein, weil jeder Punkt der Ebene E3 hat den gleichen Abstand zu E1, weil die parallel laufen. Und dann nehme ich einfach den Punkt 1, 4, 4. Gut, also für x 1 eingesetzt, für y 4 und für z auch 4. Kommt raus, wenn ich hier einmal 1 plus 8 plus 16 minus 9, kommen wir auf 16. Durch Wurzel 21 sind dann ungefähr 3,491 der Abstand dieser beiden Ebenen. Dann Aufgabenteil C. Ich soll das jetzt ganz überprüfen für E1 und E4. Ich setze also jetzt das x, y, z hier für ein. Okay, also E4 in E1. Für x erstmal eingesetzt 7 minus 2r plus 10s plus 2 mal y. Y war 1 plus 2r plus 7s. Plus 4 mal z, das ist 3r plus s gleich 9. Dann multiplizieren wir das wieder aus. Also 7 minus 2r plus 10s plus 2 plus 4r plus 14s plus 12r plus 4s gleich 9. Dann fassen wir alles zusammen. Hier steht 7 plus 2 ist 9. Dann haben wir da 9 minus 2r plus 4r sind wir bei 2r plus 12r sind wir bei 14r. 10s plus 14 ist 24s plus 4s sind wir bei 28s gleich 9. Ja, dann rechnen wir noch minus 9. Dann sind wir bei 14r plus 28s gleich 0. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall diesmal einen Schnittpunkt und wir müssen herausfinden, wo schneiden die sich. Und das ist hier einfach, wenn wir jetzt nach r zum Beispiel auflösen. Also minus 28s durch 14 haben wir minus 2s, also r gleich minus 2s. Wir haben herausgefunden, Ebenen schneiden sich. In einer Schnittgeraden. Und die Schnittgerade bekomme ich raus, wenn ich jetzt einfach für r minus 2s einsetze, ne? Also r gleich minus 2s in die Ebene E4. Also hier in die Ebene setze ich jetzt für r einfach minus 2s ein. Okay. Dann steht da, x ist gleich 7, 1, 0. Für r minus 2s eingesetzt. Minus 2, 2, 3. Plus s 10, 7, 1. Und jetzt fasse ich das einfach zusammen. 7, 1, 0 bleibt stehen. Plus s. Und jetzt haben wir hier minus 2 mal minus 2 ist 4, plus 10 sind wir bei 14. Minus 2 mal 2 sind minus 4, plus 7 sind wir bei 3. Und dann haben wir hier minus 2 mal 3 minus 6, plus 1 sind wir bei minus 5. Und das ist meine Schnittgerade.